Vladi und Barak sind beste Freunde. And now kiss. Oh. Hallo, hey Dudes und Dudins und Schalömchen, Le News und jetzt Le Los. I made it funny. Tja, der Tahrirplatz in Kairo ist schon lange nicht mehr nur ein Ort der Befreiung und der Revolution. Er ist in den letzten Wochen schlichtweg zu einem der gefährlichsten Orte überhaupt für Frauen mutiert. Alleine seit diesem Montag gab es auf diesem Platz mehr als 100 sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen. Und das ist scheiße, denn statistisch finden nur 3 von 4 Personengruppen Vergewaltigungen geil. Nicht witzig! Ja, sorry. Aber um eben solche Übergriffe in Zukunft zu verhindern, machen sich dort vor Ort immer mehr Frauen richtig stark und gehen gegen solche Übergriffe vor. Binnen kürzester Zeit richtig, naja, berühmt geworden ist dabei die 22-Jährige, die sich kurzerhand als Ninja verkleidet und dort Übergriffe auf Frauen verhindert und die Männer dabei windelweich prügelt. Geil ist das denn? Im Ernst, das so mutig und auf so eine abgefahrene Art und Weise zu machen, in einem Land, wo Frauen bis heute im Prinzip nicht mehr Rechte haben als eine Kartoffel, dafür gibt's von mir hier definitiv den Win der... Falsche Show. Ja, ist auf jeden Fall voll die geil. Ich kann mich so gut artikulieren. Wie seht ihr das? Ist das der einzige Weg, da zu helfen? Wenn ihr das so seht, dann haut mir doch einfach mal einen Ninja in die Comments. Und wenn ihr sagt, nope, Gewalt ist nie eine Lösung, dann haut mir ein Nein in die Comments. Ha, verstehst du? Ja. Ich bin gespannt, wie ihr das seht und ich bin gespannt, welche Seite überwiegt. Ninja. Und weiter geht's im Fall Schneedan. Name von der Redaktion verändert. Schneedan. Name von der Redaktion verändert. Alter! Auf damit! Snowden? Alles klar. Snowden wurde das Asyl in Russland nicht gewährt. Denn badass motherfucker el Presidente Putin himself. Und ja, man darf seinen Namen nur so aussprechen. Er reitet Bären! Hat angeblich die Forderung gestellt, Snowden dürfe nur im Land bleiben, wenn er verspricht, den USA nicht weiter zu schaden. The fuck? Snowden soll daraufhin jedoch erwidert haben, er hätte noch viel mehr in petto, um die Staaten fertig zu machen. The fuck? Auf einmal wird er hier als der Böse dargestellt und Putin und Obama machen einen auf Bromance? Da ist doch garantiert irgendwas, machen wir mal so einen richtig geilen Italien-Shot, um die Verschwörungstheorie zu unterstreichen. Okay. Da ist doch garantiert irgendwas. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Okay. Perfekt. Da ist doch garantiert irgendwas richtig faul. Langsam aber sicher, glaube ich, wirklich eine Inszenierung im ganz großen Stil. Und wenn ich ehrlich bin, warte ich auch nur noch auf Das Snowden-Komplott. Verpetzt oder verpetzt werden. Ein Film mit gewaltigen Special Effects. Und einer politisch brisanten Liebesgeschichte. Ich liebe dich. Schwuchtel. Schon bald, nirgends im Kino. Ja, und wenn es dann schon im Kino läuft, dann kommt ganz bestimmt auch ganz kurze Zeit später Snowden May Cry. Dank staatlicher Propagandafinanzierung auch in exklusiver Next-Next-Gen-Hipster-Retro-Grafik. Yay, ich würd's kaufen. Okay, was meint ihr? Wie weit darf man so diesen etablierten Medien in so einem weitreichenden weltpolitischen Fall überhaupt noch über den Weg trauen? Und wie viel wird einem da wirklich vorgegaukelt, um das Ganze in einem anderen Licht dastehen zu lassen? Wisst ihr, was ich meine? Ich liebe Verschwörungstheorien. Eure Meinung interessiert mich brennend. Also, manche, ich hatte kurz Angst. Man weiß ja auf YouTube nie so richtig. Ah, oh mein Gott! Ah, oh Gott, Scheiße! Ah. So, Freunde. Ja, was? Wenn er so sagt, ist das Video immer vorbei. Ja, richtig. Das Video war auch schweineaufwendig, also sorry. Ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Montag wieder. Wenn euch das Video ein bisschen den Tag versüßt hat, dann Däumchen ins Räumchen. Naja, Daumen rauf halt. Man findet auch nicht immer was, um das vernünftig rüberzubringen, ne? Ich freue mich riesig über euren Support. Danke dafür. Ich freue mich auf euch. Bis dann, cheerio. Macht's gut. Ach so. Ihr wollt's ja. Sekunde. Muss mich mental vorbereiten. To the good guys! Ah, fuck you.